herzlich willkommen zu dieser Spezialsendung an diesem sonnigen Winternachmittag. Wir haben uns hier neben dem Gelände des Bauhofes in Hüttenbach eingefunden. Ja, es ist gerade mal 7 Monate her, da wurde hier auf dem Gelände gefeiert, getanzt, gelacht, gescherzt, getrunken, gegessen. Ich könnte die Reihe beliebig weiterführen. Ganz klar, es ist die Rede von der Hüttenbacher Kirchweih des vergangenen Jahres. Und da haben wir jetzt wieder den traditionellen Kirchweih-Rückblick vorbereitet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Eines aus dem Damenklo. Lukas wird zum wiederholten Mal zum Wiederkäuer. Er klaut den Klo ein Stück Mühle vom Teller, da haben wir auch mit dem Finger umgewaschen, Klammer zu, haut, spuckt es wieder auf den Teller zurück und ist dann doch noch zu essen. Beim Losgehen spritzte sich Bernd explosionsartig selber voll. Sein Bier wurde vor dem Öffnen geschüttelt. Hoppla. Auffahrunfall, Ausrufezeichen. Manne fährt mit dem Musikantenbulldog auf den vorausfahrenden Pritschenwagen, weil er sich umdreht hat, weil er sich umgedreht hat und dem Musikzeug Schmarre zu erzählen. Dieses Jahr gab es auch unter den Musikern einige Ausfälle, sodass sie von Julia B. und Jessica R. beim Blasen ihrer Instrumente unterstützt werden mussten. Später unterstützt auch Jan A. durch Blasen die erschöpften Musikanten. Nachdem Flo weil die Hutzler zum wiederholten Mal gespeit hat, bekommt er von Babis ein Zahnbürstel und Zahnbürsten und zum Zähneputzen. Danach wurde er neben Marco K. auf den Brückenwagen gelegt. Montag die erste, jetzt kommt, geht noch weiter, Montag die zweite. Dominik A. und Julius R. veranstalteten nur im Boxershorts ein Wettrennen ums Schloss. Die Unterhosen der beiden wurden von Amelie S. runtergezogen, was die beiden aber nicht wirklich störte. Julian K. umwickelte Julius R. komplett mit Tesafilm. Daraufhin musste er zum Nachbarn, der stieß, um eine Schere zu holen, um sich wieder zu befreien. Nach mehrmaligen Auffordern hat Jonas S. sich am Montagnachmittag endlich gepusht und umgezogen. Lukas N. ist bei den Zitzmanns, Klammer auf, Grober, Klammer zu, im Garten Löwenzahn, um seinen Brechreiz zu verhindern. Zitat Lukas, ich bin ein Hund und der Hund macht es so. Der Flo L. hat ihn bei der Christa H., Klammer auf, hat man die, Klammer zu, einen kleinen Schwächeanfall und schlief dort im Liegestuhl ein. Christa kümmerte sich um ihn und verwöhnte ihn mit Butterbrot und Radieschen und Gurken. Zitat Flo, kann ich ein neues Bier? Ich schlaf so lang. Mein Alte ist abgestanden. Ich hab so lange geschlafen. Schwierige Sprache da. Dieses Jahr begann das Kicklerei-Spielen etwas früher und es lief so zügig, dass die Körperbomben und Körpermalerbeleistung um 18.30 Uhr im Körperplatz wieder ankamen. So, das war der Montag. Ja, der Montag war das. Jetzt kommt der Dienstag noch. Der Dienstag noch, also schon mal durchschlafen. Dienstag. Am Dienstag kreierte Erwin R. ein Gericht für die fleißigen Helfer. Dieses taufte er Brödel. Klammer auf, frittiertes Knödel, Klammer zu, mit Soße und frittierten Steak. Trotz mehrmaliger Ermahnungen machten dieses Jahr 4 Tische die Grätsche. Einer hielt sogar fast 3 Stunden. Aber als Matthias R. kam, war es vorbei. Dieses Jahr war das Jahr der Wetten. Andi S. küsst Alexander Maria G. mit Zunge. Er hat eine Maß Bier gewonnen. Zweite Wette. Alexander Maria G. frisst am Teller Mayonnaise, einen Teller Mayonnaise und bekommt dafür 5 Euro.
Alexander Maria G. trinkt ein Bier mit 2 Löffeln Mayonnaise, er gewinnt 10 Euro. Julius R. bekommt 20 Euro für das Säubern eines Tisches mit seiner Zunge. Hör mal, Fetze. Merkst du was? Fragezeichen. Und laber nicht, Schweine labern auch nicht. Dann der Körper Psycho. Jonas S. beim letzten Lied der Weidenbauer Kirchenmusikanten verwechselt Jonas S. das Volksmusikgenre mit Heavy Metal und beginnt mit Headbanging beim Klarinetten-Sound. Körper Clown. Dominik A. Klammer auf, seit Freitagabend läuft er nur noch mit einer Tröte durch die Gegend. Bindestrich, es fehlt dir nur noch die Schminke zum perfekten Clown. Klammer zu. Körper Buddy Sau. Andreas S. Klammer auf. Er löste dieses Jahr beim Setup, denn er hatte dieses Jahr auch nur einen Rausch. Klammer zu. Ja. Körper Deppen. Jonas S., Alexander Maria G. und Lukas N. Klammer auf, traten ihren Dienst nicht an, Klammer zu. Körper Faulbelz. Matthias R., Klammer auf, erschien regelmäßig zu spät, Klammer zu. So, die Verfasser, Sandra Düstler, Lisa Düstler, Daniela Geisler, Julia Birkel, Jan Birkel und Bernd Zitzmann, unterzeichnet Uwe Haas, Susi Singer, Gerhard Klopstein, Bernd Zitzmann. Das war's, Köln 2009! So, das ist der erste Schluck, den wir soll machen, um die Kurve 2010 zu eröffnen. HDNA hat ja nie der Vereichminger sowas. Also das ist wirklich, also das ist das Originalbier, was jetzt im Grunde, also am Grunde der Ruhestätte. Genau. Also, das gleiche Bier gibt es da drunten. Also erstmal, ich darf mal anstoßen und bei probieren, ob es gut schmeckt. Also das Bier ist noch gut, das bedeutet, die Kurve 2010 kann beginnen. Susi, lass mal schnell ein bisschen liegen. So, also ist wirklich echte Erde dran. So, wir greifen jetzt zu den Tüchern. Da ihr ja alle zugestimmt hat, dass wir Körper feiern wollen, da bitte ich jetzt einmal die Körper Tom. Also erstmal Tom, stellt einmal eure Töchler rum. So, die Körper Madler, ihr habt ja eine Krise in der Hände, ihr seid ja schon in Ordnung, gell? Ihr braucht ja fast 2 Körper. Die Körper Madler brauchen was zum Trinken.